Herzlich willkommen bei Eine Stimme. Hi, herzlich willkommen. Dr. Bitray. Hallo. Hi. Na? Grüße. Hallo, danke schön. Es geht beim Wahlkampf in erster Linie um Gesichter. Deutschland stellt die mächtigste Frau der Welt. Wer ist die Frau? Merkel, das ist auch ein Mann. Politiker sollten meiner Meinung nach Politiker sein und nichts anderes. Also ich bin eigentlich schon für die Frauenquote. Bist du für eine Frauenquote? Nein. Ich würde auch nicht sagen, dass sie eine Frauenquote brauchen, sondern eine Fotzenquote. Du wählst, das ist deine Stimme, das heißt, es geht um dich. Wer viel Geld verdient, der soll auch höher besteuert werden. Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich A, zu viel Steuern zahle und B, für die falschen Sachen. Betreuungsgeld. Ganz großer Mist. Ich finde, Frauen werden in Deutschland nicht genug supported. In Deutschland ist das ja noch sowieso weit davon entfernt, dass Leute mal wenigstens auf die Straße gehen oder so. Deutschland hat einfach wirklich ein Problem, was nicht deutsch aussieht, wird einfach ausgegrenzt. Man muss nicht kiffen, um eine vernünftige Drogenpolitik zu machen. Ich muss ja auch kein Baum sein, um mich für die Erhaltung des Regenwaldes einzusetzen. Man kann doch ruhig sagen, was man wählt. Ja. Es wird immer hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Zum Beispiel CDU, CSU kann ich mir seit 15 Jahren nicht vorstellen zu wählen. Ich wähle nicht das geringere Übel, ich wähle auch keine etablierte Partei. Also meine letzte Entscheidung war tatsächlich eine emotionale Entscheidung, da habe ich die Piraten gewählt. Welche Partei passt denn jetzt wirklich? Es ist oftmals auch so konfus, an ganz vielen Themen gibt es Überschneidungen, an anderen wieder nicht. Und ich vertraue absolut keinem Politiker. Fragen, wen wählst du? Ich wähle links. Aber nicht, wenn da so ein Patriarch namens Lafontaine sitzt und die jüngere Alte bumst. Ich wähle eher so aus einem Pflichtgefühl, ich habe auch nicht das Gefühl, krass viel zu verändern. Ich finde Wählen gehen unglaublich wichtig, weil ich finde, dass die Demokratie ein System ist, was ich persönlich sehr schätze. Mich nervt Politik generell. Ich weise Politik von mir. Ich sage tschüss.